Hallo Leute, wir sind wieder in die Erb unterwegs und zwar in Malnok. Und Malnok könnt ihr erst freispielen, indem ihr diesen Stützpunkt erobert. Da haben wir ja schon ein Video drüber gemacht. Und wenn ihr den Stützpunkt erobert, bekommt ihr hier die nächsten Teile frei, also die nächsten Dungeons. Diese Dungeons befinden sich in Malnok und wir sind jetzt hier in Annikas Anspruch, um den Sturmklau-Aspekt zu freispielen. Einfach reingehen, dann schauen wir mal, was uns da drin wartet. Ich sammle Animus von Animus-Trägern. Okay, das ist Ruhe erstmal. Daneben. Ach, mein Werbär, der hat schon was drauf. Wer ist einsammeln? Gibt es was zum Austauschen? Also Edelsteine bekommen wir als Level 30, sind richtig viele, ey, übel. So, aber das sind noch nicht die, wir killen müssen für unser Anima. Schade. Aber egal, Punkte sind Punkte. Da ist er. Das Kleinzeug, oh mein Gott. Anima erstmal frei machen, okay, also rein in die Bude, drücken. Ja, mich haut Sound aus dem Stream raus, also auf der Aufnahme. Keine Ahnung, was das schon wieder soll. Das wäre typisch wieder Diablo. Ich hoffe, dass jetzt bestehen bleibt, weil das ja auch echt nervt. Ja, ist auf jeden Fall geil, die Viecher platt zu machen. Also wir halten gut aus, aber wir müssen dazu sagen, dass die Gegner aber auch ordentlich Schaden machen. So, da hinten ist ein Schrein. Schrein ist immer gut. Schnelligkeit. Boom, Level up, Bitch. Na, so schwach. Okay, auch noch schwach. Also Sachen kriegen wir momentan nicht so gut, ne? Ich glaube, es liegt an der Schwierigkeitsstufe. Also heute will irgendwie das Spiel nicht. Ich habe jetzt schon wieder neu starten müssen.
Wahnsinn. Ich weiß nicht, woran es liegt, warum er da unten die Aufnahme abbricht in dem Dungeon hier. Das war ja schon nicht, noch nie so oft der Fall. Fehlt Anima. Ah, da hinten. Ich sehe es. Da. Jetzt haben wir alles. Okay. Jetzt können wir uns dahin hinbegeben. Aber heute will es irgendwie nicht so richtig aufnehmen. Also, wie gesagt, tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen stückeln muss. Aber das Spiel spinnt gerade ein bisschen rum mit der Aufnahme. Keine Ahnung, was es soll. Verzeiht mir das. Das liegt aber an Diablo, nicht an meinem PC. Weil mein PC ist High-End, also... Das Problem habe ich nur bei Diablo aktuell. Wir müssen jetzt... Bringt die Uranstatue zurück zum Podest, okay. Heftig hier, diese blöden Giftdinger. Also heute ist es ja nicht mehr normal hier in Diablo. Was ich hier an Abbrüchen an der Aufnahme habe, Wahnsinn. Langsam ist echt nervig, aber richtig nervig. Müssen eh gleich erstmal verkaufen. So, erstmal in die Stadt. Schnell verkaufen. Also ich habe schon gemerkt, dass man halt dadurch, dass man niedriger spielt, um die Sachen schneller abzuschießen, hat halt das Problem, dass die Ledges halt nicht sehr stark sind. Ne? Ach shit, hat das kaputt gemacht. Aber wir kriegen halt auch extrem viel Zeug. Aber schade. Ja, die höhere Schwierigkeitsstufe wäre kein Problem, aber ich möchte ja schnell durch, bevor ich hier 20 Stunden rumkloppe. Und mich nervt, dass die Aufnahmen immer abbrechen. Keine Ahnung, was das Problem von dem Spiel ist. Wie gesagt, in dem Dungeon ist es... Also so oft wie jetzt in dem Dungeon habe ich noch nie Abbrüche gehabt. Also soll ich den Gegenstand erst noch finden? Okay.
wir erstmal hier oben gucken. Ticketruhe. Toll, muss ich hier leben wieder. Was für ein Drecksack. So. Was wichtig ist, wenn ihr zum Beispiel unterwegs seid, U388, das ist sehr geil. Das ist Draht. Da kommt ein Tonschüttel rein. Zack. Die Sache ist die, wenn ihr Tränke habt, baut die eigentlich immer, weil diese XP-Tränke sind richtig gut. Die könnt ihr auf jeden Fall gebrauchen und solltet ihr auch mitnehmen, weil 5% bis 10% mehr XP ist immer gut zum Leveln. Ne? Wir müssen ja wieder erstmal welche bauen. Jetzt geht es bestimmt gleich zum Bossfight. Ui, ui. Schauen wir mal. Naja, Bossfight. Oh je. Gefrorenes Herz von Sakral. Beschützen. Okay. Und da kommt er. Oh je. Da kommt der kleine Boss. Komm zu Papa. Komm doch mal raus. Somit habt ihr das verstanden. Na, wie gesagt, ihr müsst es bloß abschließen. Das war eine nette Quest. Ich bedanke mich fürs Zusehen und entschuldige die ganzen Schnipsel, die ich hier leider zusammenfügen muss. Aber das hat so rumgeleckt, das Scheißspiel. Keine Ahnung, was mit Diablo gerade los war. Ich bedanke mich, sehen Sie uns im nächsten Video.